Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute mal wieder ein ganz normaler Vlog mit nichts Speziellem, was eigentlich also ansteht. Aber bei dem Wetter, das zurzeit hier in Deutschland ist und naja, es ist ja auch nicht in Sicht, dass es irgendwann mal kälter wird jetzt in nächster Zeit, habe ich mir gedacht, so ein Pool wäre ja eigentlich schon mal ganz nice. Und ja, da wir noch unten im Keller einen haben, würde ich mal sagen, baue ich den jetzt mal auf. Also, auf geht's. Mal gucken, ob ich den da unten im Keller überhaupt finde. So, ich habe ihn jetzt gefunden. Hier. Also erstmal die Tasche hier runter. Gut, warte mal. Ich stelle euch mal ganz kurz ab, damit ich hier ein bisschen mehr Freiheit habe. Ein bisschen schräg und jetzt sollte das passen. So, dann mache ich das jetzt mal hier weg. Das ist ja das Kopf, das ist ja das cool, ja geil. Das wird interessant. Das ist, ja, wow, ist das schwer! Das Ding ist jetzt ein bisschen schwer. Aber ich trage jetzt das erstmal hier raus, bevor hier der Luftfeuchter angeht. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns oben wahrscheinlich im Garten wieder. Also, auf geht's. Mach hier einfach das Licht aus. So, ich habe das Ding jetzt hier rausgeholt. Und ich würde sagen, dann gucken wir mal, was da so drin ist. Denn das sieht ja ziemlich groß aus. Also, stell ich euch hier mal wieder ab und dann beginnen wir mal. So, das ist der Pool. Das ist die Planung, um das dann später zu machen. Also brauchen wir das erstmal nicht. Zack, weg damit. Und das breite ich jetzt mal hier aus, denn ich habe mir so eine coole Tür. Wie das so wird. Also weitermachen. So, wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, den hier hinzusetzen. Weil hier auch ein bisschen mehr Sonne ist. Und ja, jetzt muss ich den aufpumpen. Mit einer schönen Luftpumpe. Mal gucken. Das wird bestimmt ein bisschen was dauern. Ich freue mich. So, das habe ich jetzt auch geschafft. Jetzt kommt der angenehmere Part. Und zwar einfach das Wasser da reinlaufen lassen. Und dann sollte der irgendwann dann mal weiter oben sein und dann auch benutzbar. Ja, ich würde mal sagen, Wassermarsch. Ja. Und dann würde ich mal sagen, warten jetzt hier ein bisschen ab, bis das da ein bisschen größer ist. Und vielleicht versuche ich noch ein bisschen die Falten rauszubekommen. Mal gucken. So, Planwechsel. Sowohl Wasser ist aus, als auch die Luft wieder aus dem Ring. Denn wir haben hier Löcher gefunden, ziemlich viele. Haben die jetzt mit einem Flicken, also mit jeweils mit Flicken wieder gestopft. Hier sieht man es auch nochmal. Da ist zumindest einer. Und ja, jetzt muss ich hier immer mal wieder hinkommen, die wieder dran drücken und dann warte ich mal eine halbe Stunde ab. Vielleicht auch ein bisschen länger und dann pumpe ich das wieder auf und lasse wieder Wasser rein. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich so in einer halben Stunde wieder. In der Zwischenzeit räume ich das hier mal weg, denn die Pumpe werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr aufbauen und dann den Rest brauche ich hier auch nicht mehr. Das ist jetzt das Ziel und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer halben Stunde wieder. Also bis gleich.
So, ich habe jetzt über eine halbe Stunde gewartet. Die Flicken sollten jetzt wieder getrocknet sein und ich pumpe das Ganze jetzt nochmal auf. Und dann sehen wir uns nochmal wieder. Dann gucken wir mal weiter. Ich hoffe, dass jetzt alles funktioniert. Aber wir sehen es dann ja. Also, bis gleich. So, ich habe es jetzt wieder aufgepumpt. Wasser fließt jetzt auch weiter rein. Und dann würde ich sagen, war es das soweit erstmal von dem Vlog. Im nächsten seht ihr dann, wie der mal voll ist und wie ich dann auch mal ein bisschen den benutze. Und ja, also ich denke zumindest, dass ich das in den nächsten packe. So sicher weiß ich es noch nicht. Auf jeden Fall seht ihr es jetzt in nächster Zeit. Ja, und soweit war es das dann. Und ich hoffe wie immer, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Wenn ja, lasst noch ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.